Schüler, die abwesend sind, beispielsweise krankheitsbedingt, Lerninhalte fachlich richtig und jederzeit nachholen können und somit immer auf dem aktuellen Stand sind. Hallo liebe Community, warum ich Flipklassen mag? Einfach weil es die Möglichkeit, die Gelegenheit bietet, dass ich Wissen, Informationen, Anleitungen für die Kinder und Jugendlichen bieten kann, damit wenn ich nicht unmittelbar daneben sitze oder wenn ich nicht im Klassenzimmer bin oder wenn sie nicht im Klassenzimmer sind, dass sie Zugang zu diesen Informationen haben. Und das ist einfach das Beste. Flipped Classroom, ja, für mich ist das Spannendste, dass ich dann im Unterricht individualisieren, differenzieren und personalisieren kann. So, also bedeutsamsten oder kritikwürdigsten. Bedeutsam ist für mich, dass das selbstgesteuerte Lernen gestärkt wird und zwar in einer Art und Weise, wie ich so bisher selber im Unterricht noch nicht erleben konnte. Und kritikwürdig ist für mich, dass eine Gefahr darin auch bestehen könnte, dass man eine gewisse Monokultur verfällt, dann eben nicht das frontalen Unterrichtens, sondern dann eben das Flipped Classroom Unterrichtens und man wenig methodische Abwechslung dann auch mit reinbringt, wenn man das immer nach dem gleichen Rhythmus durchzieht. Mich fasziniert an der Flipped Classroom Methode, dass sie die didaktischen Überlegungen zu einer individualisierten und differenzierten Lernprozessgestaltung ins Zentrum stellt und sich dabei die digitalen Medien zunutze macht und nicht zwanghaft versucht, digitale Medien in den Unterricht zu bringen. Wenn es überhaupt einen Nachteil gibt, ist es der, dass die Vorbereitung sehr aufwendig ist, insbesondere die Produktion der Videos. Auch dauert es ziemlich lange, bis die Schüler das neue Konzept verinnerlicht haben. Aber der Vorteil überwiegt, dass die Schüler wirklich lernen, selbstständig zu arbeiten. Weil es eine Demokratisierung von Bildung ist, weil es echte Partizipation und Kollaboration ermöglicht und unterstützt. Flipped Classroom ist für mich die wirkliche Öffnung des Unterrichts und eine Möglichkeit, Schüler wirklich individuell und lernbegleitend zu betreuen. Also der große Vorteil für mich beim Flipped Classroom ist, dass die Unterrichtszeit wesentlich besser genutzt wird. Früher habe ich ein und dieselben Sachverhalte mehrfach erklären müssen. Das macht jetzt das Lehrvideo zu Hause. Im Unterricht können wir jetzt also üben. Ich setze mich dann auch manchmal bewusst in die letzte Reihe. Das sind noch leere Bänke. Und die Schüler, die Fragen haben mit den Aufgaben, die sie im Unterricht lösen, kommen zu mir nach hinten, setzen sich zu mir und wir besprechen die Probleme, die sie haben, auch wenn es 5 Minuten lang dauert. Aber die Zeit nehmen wir uns. Der größte Vorteil beim Flipped Classroom ist für mich, dass man jetzt sich entwickelt hin von der Lehrerin zum Coach und dann viel besser auf die Schülerinnen und Schüler in der Stunde eingehen kann. Besonders schön an Flipped Classroom finde ich, dass die Lehrer teilweise richtig aufblühen bei diesem Konzept. Die haben einfach Spaß am Unterricht. Das Schlechte daran ist, es ist halt doch kein Allheilmittel für jeden und für alles. Ihr müsst euch schon selbst den Arsch aufreißen, um den Weg in die gute Lehre zu finden. Ja, ein Vorteil des Flipped Classroom sind eigentlich auch die Videos. Die Videos sind zwar nicht der Flipped Classroom, aber da die Schüler heutzutage auf eigene Regie sowieso schon viel bei Videos lernen und lernen wollen, kommt es ihnen sehr entgegen, wenn man dann die Lerninhalte auch in diesem Format, das den Schülern eh schon entgegenkommt, anbieten kann. Der Inverted Classroom ist für mich die perfekte Fortsetzung dessen, was Schülerinnen und Schüler heute sowieso schon machen. Die lernen nämlich in YouTube, wenn sie was nicht verstanden haben, aber dort haben sie eben nur Videos, wo sie was nachschauen können, sich was erklären lassen können. Im Inverted Classroom wird ja viel angereichert zu diesen Videos, die angeboten werden als Hausaufgabe oder als Nachmittagsbeschäftigung, als Vorbereitung für einen guten individualisierten Unterricht.
nicht nur das Konzept Flip Classroom ist cool, sondern natürlich auch die ganzen Personen, die das machen, die trifft man dann immer auf Konferenzen und auf Tagungen, mit denen tauscht man sich dann aus. Und das Coolste ist eigentlich immer, dass man einfach sieht, wie begeistert die dann von ihrem Unterricht erzählen. Wenn Sie das auch erleben wollt, werdet Teil der Community.